Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder ein Zubehörteil für euch. Und zwar dreht es sich heute alles um den Wunderclip. Wunderclip von Wundermix. Es ist ein relativ kleines Zubehör diesmal. Ihr seht, es ist so ein kleines Päckchen. Es kommt auch tatsächlich genau so verpackt. Es braucht nicht viel. Das finde ich mal relativ sympathisch, weil wozu mehr verpacken, wann nicht, also ja, keinen Müll produzieren. Genau, es steht da alles wirklich Wichtige und Notwendige, kurz zusammengefasst, hinten auf der Verpackung. Er ist für den TM5 und für den TM6 geeignet, weil wir da diesen silbernen Griff haben. Ich zeige euch das natürlich gleich in Action, wie ihr den anwendet. Ja, es ist so, es geht eigentlich mit diesem Wunderclip, geht es eigentlich darum, dieses Problem für manch einen von euch zu lösen. So dieses, okay, nächster Schritt und wohin jetzt mit dem Deckel währenddessen. Okay, das heißt, viele haben das Problem, das ist einfach irgendwo so aufgegriffen worden, dass man nicht so genau weiß, okay, oder halt einfach genervt ist oft davon, so wo mein Deckel hin, während ich jetzt da irgendwie weiter tue. Weil manche haben eine kleine Küche, die anderen wollen das einfach nicht, dass der da immer so rumliegt. Also da gibt es ganz viele Beweggründe, warum ein Deckel stören kann. Mich persönlich stört mein Deckel nicht, das sage ich jetzt einfach gleich vorweg. Das ist auch, um wirklich das Ganze relativ oder komplett neutral zu beantworten oder zu bewerten oder einfach auch jetzt, meine Meinung soll ganz neutral sein und unabhängig von meiner Meinung sollt ihr eure eigene Meinung zum Produkt bilden. Ich bin einfach jetzt in dem Fall dafür da, euch zu zeigen, was er macht, was er kann und wem er denn Erleichterung bringen kann und ob das dann ihr Satz. Das entscheidet ihr dann selbst. So, genau, wie funktioniert der jetzt einmal? Er ist relativ einfach in der Handhabung. Ihr packt es euch aus. Ziemlich unspektakulär. Der Schlitz da vorne, den man da, also ich zeige euch das dann, wie das funktioniert natürlich genau, ist eben dafür da, dass man diesen Ring vom Deckel, also ihr wisst ja, der Thermomix hat diesen Rand, der Deckel, wo wir auch den Warum reinstellen können und der kommt da rein. Und so hält der dann. Und das Ganze jetzt natürlich auf unseren Thermomix umprojiziert. Und zwar wie? Ihr klippt euch den da oben drauf. So, okay. Dann ist der da, also ich sage jetzt mal bombenfest, sitzt der. Dann gibt man ihm da den Mixtopf rein. Man legt los, man macht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Zwischenschritte, wo es heißt, okay, ihr gebt jetzt 3 Schritte lang irgendwas hinzu und währenddessen kann man den eben mit dem Rand reinkippen und man schmeißt rein. Man macht, man schiebt alles mit dem Spatel nach unten, wie wir ja das so schön kennen von unserem Thermomix, geben nur ein paar Dinge mit rein und dann nehmen wir den Deckel wieder runter. Drauf, nächster Schritt oder Stufe 5, keine Ahnung. Dann macht er im nächsten Schritt wieder irgendwas rein. Das heißt, wir klippen den da wieder rein. Eine Erleichterung ist es einfach, dass ihr den so herkippt, damit ihr seht, wo ist der Schlitz. Dann geht es schneller, den zu treffen. Weil ich muss gestehen, das war für mich wirklich ein bisschen eine, ja, anfänglich ein bisschen eine Schwierigkeit, wirklich jetzt den Schlitz zu treffen. Und habe eigentlich immer so auf gut Glück. Und natürlich wird es ein bisschen besser, aber mit der Zeit weiß man so ein bisschen mehr, okay, wie muss ich da? Aber so tatsächlich ein bisschen leichter. Und muss auch sagen, das ist so ein bisschen das, warum es für mich, glaube ich, nichts sein wird, weil ich einfach den Schlitz nicht treffen werde. Oder nicht so in der, also ich bin so ein Mensch, der relativ schnell, also bei mir ist immer so, drum passiert auch immer gerne mal was, was auch schon in Videos so vorgekommen ist. Das heißt, bei mir vor lauter Hurtig wird der dann irgendwie wahrscheinlich nur nicht halten und runterkippen und dann habe ich alles überall und vorbeugende Maßnahmen sind für mich dann einfach, dass ich den Deckel weiterhin da hinlege, weil er stört mich nicht. Es ist einfach jetzt nur so kurz Anekdote aus meinem Leben, aber ihr kennt es mir schon ein bisschen. Genau, ja, also kurz schauen. Einhängen, weiter reinschmeißen, Deckel nehmen drauf, nächster Schritt wieder hergehen, zack, einhängen und geht weiter. Und so, dafür ist er da, dass man einfach während dem Kochen, bei diesen Zwischenschritten, das steht ihm da so nett drauf, wohin nur mit dem Mixtopfdeckel zwischen den Zubereitungsschritten.
Der Deckelhalter von Wundermix sieht zwar unscheinbar aus, bietet beim Kochen mit dem Thermomix aber eine enorme Erleichterung. Genau, also einfach den Deckelhalter montieren, Deckel rein. Das heißt, ja, für jeden von euch, der sagt, mich stört mein Deckel, Murz, ich habe eine kleine Küche, ich weiß eh aber nicht so genau, wo lege ich denn hin. Ja, der genervt ist einfach von dem so, okay, na jetzt da hin oder da und nicht so ein, ja, Hudeldudel ist wie ich, keine Ahnung, ich bin einfach da ab und zu, genau, da rein. Eines nur, wo es ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig ist, beziehungsweise wo man ein bisschen aufpassen muss, ist einfach, wenn ihr wirklich was kocht und der Deckel heiß ist. Dann müsst ihr wirklich nur mit dem Griff arbeiten. Also dann geht jetzt das so auf keinen Fall mehr, ups, weil dann verbrennt sich natürlich da die Finger. Aber es geht ja auch, dass man einfach da am Griff hält, herlegt, Schlitz rein und fertig. Genau, das ist jetzt mal so kurz zu dem. Jetzt möchte ich nur kurz zwei Punkte ansprechen, was anscheinend so ein bisschen aufgekommen ist. Und zwar Fragen, die häufiger waren. Und zwar das eine, ob denn wirklich tatsächlich, wie eben da bei den Highlights hinten drauf steht, da steht kein Kleckern, Kondensflüssigkeit tropft direkt zurück in den Mixtopf. Ja, also wenn jetzt da ihr was gekocht habt, den Deckel aufhebt, dann rinnt ja das meiste, was sie so gesammelt hat, sowieso schon mal beim Aufheben da rein. Und wenn dann nur so Reste verfügbar sind, vorhanden, dann tropfen die zu 90%, würde ich mal sagen, da rein. Es gibt aber einfach was, wo man sagt, okay, wenn sie da jetzt ein bisschen mehr bildet, oder einfach ihr sehr schnell da hochhebt und da einfach nur viel Flüssigkeit vorhanden ist. Ich muss jetzt kurz da ein bisschen was nachstellen und simulieren. Und ihr einfach da ein bisschen mehr quasi ist, dann besteht, es ist keine Gefahr, aber dann besteht die Möglichkeit, nennen wir es so, und das filme ich jetzt natürlich, dann besteht eben die Möglichkeit, dass das passiert, sage ich jetzt einmal, dass es da runter, es ist jetzt zwar schon wieder weg, aber es ist da auf diesem Rand ein bisschen was raufgetropft, das heißt ein bisschen da hinten runter. Das, was ich aber jetzt überhaupt nicht für schlimm empfinde, das wischt man da weg, da ist ja eh diese Schutzkappe drüber und es ist jetzt auch nicht viel. Ganz leicht da oben drauf getröpfelt, aber eben auch kurz ein paar Tropfen, die eben da rein. Man sieht es auf dem Weiß ganz schlecht, aber da erkennt man es und die tröpfeln dann so runter. Aber ihr seht, es sind wirklich Tropfen und die würden im äußersten Fall dann in dieses Loch durch diese Rille abrinnen, aber wie gesagt, es ist kaum vorhanden. So. Es ist wirklich nichts Dramatisches und gar nichts. Ich wollte das einfach nur, weil das einfach so eine Frage war. Und ich will einfach für nichts jetzt eine Garantie abgeben, die ich so einfach nicht wirklich bestätigen kann oder wirklich voll dahinter stehen kann. Es sind, wie gesagt, ich würde es jetzt so sagen, 90% treffen genau da rein. Aber es bestehen eben diese 10%, dass einfach vorne mal ein bisschen mehr ist, das vielleicht da runter tröpfelt oder vorne, aber wie gesagt, tröpfeln. Und wenn jetzt auch Flüssigkeiten fester sind, also es ist jetzt auch Mayonnaise klebt, breiige Dinge, wenn ihr Soßen püriert und das am Deckel spritzt und ihr hebt das rauf, das ist ja was, das nicht runterläuft. Also es ist, es geht eigentlich so um diese Flüssigkeit, das Kondenswasser, das sie bildet, das dann einfach so runter schießt, sage ich mal, schießt. Und da besteht diese Möglichkeit. Aber, wie gesagt, wollte ich es erwähnt haben, einfach nur, dass ich gesagt habe, soll aber jetzt nicht heißen, dass ich da irgendjemanden widersprechen möchte, nur ich möchte keine Garantie dafür abgeben und ja, das wollte ich damit sagen. Genau, das nächste ist einfach, eine Frage gewesen, dafür gebe ich den jetzt mal kurz runter und mache den mal kurz trocken. So,
Wie gesagt, ihr macht es da einfach einmal so und die Sache ist gegessen. So, die nächste Frage war eben auch, ob man da Gebrauchsspuren sieht. Also ich habe den jetzt des Öfteren runtergeben und wieder rauf und runter. Das heißt einfach so im Verlauf der Testphase, also vom Ausprobieren her jetzt und in der Anwendung. Und jetzt auch, das Video mache ich jetzt auch schon zum zweiten Mal, einfach egal warum, aber auf jeden Fall habe ich ihn da auch schon rauf runter. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwelche Gebrauchsspuren sehen, weder hinten noch vorne oder irgendwo. Also das ist jetzt mal definitiv noch sicher 6-7 Mal runtergeben, auf keinen Fall der Fall, dass man von dem Wunderclip jetzt da irgendwas sieht. Aber würde natürlich da wiederum auch mächtig erwähnt haben, würde auch keine Garantie abgeben, weil ich denke, wenn ihr eine gewisse Anzahl an rauf, runter, eventuell es die Möglichkeit besteht, dass man irgendwann vielleicht mal was sieht. Ich tue jetzt wieder rauf und tue dann nochmal runter. Aber ich glaube, das ist einfach dann die Frage, ob ich das Ding möchte, ob ich das eigentlich auch, also man sollte ihn jetzt, und ich glaube jetzt nicht, dass der Sinn der Sache ist, dass man den am Tag 5-mal rauf und runter gibt, sondern im Grunde soll der ja da oben sein. Das heißt, ab und zu, keine Ahnung, entweder wollt ihr ihn einmal in der Woche in den Geschirrspüler geben, weil er ist BPA-frei und geschirrspülertauglich. Das heißt, auch Spülmaschinen geeignet. Sollte das der Fall sein, dass sagt, sie wollt das mal da, dann gibt man halt mal wieder runter. Ganz einfach eigentlich, also man hebt hinten diese zwei Klammern, hebt man hinten auf und klippt den hoch oder man klippt den eben drauf, darum auch Wunderclip. Genau, und jetzt wiederum, also keine Spuren davon und ich kann euch das auch gern auch nochmal filmen. Also ihr seht da, warum auch nicht, gell? So, ihr seht da, also so gut man das einfach auch da jetzt erkennen kann, weil es spiegelt natürlich alles, auch so ein bisschen vom Licht. Aber da ist alles, so, warte mal, schalte ich mir da eines aus. Also, man sieht eben nichts. Also, gell, ihr seht, man würde ja da irgendwelche Kratzer oder irgendwas würde man ja erkennen. Also, nichts vorhanden. Ja, so, das war jetzt einfach nur, um es kurz gezeigt zu haben, dass ich ihr da jetzt in der Beziehung so, keine Gedanken machen braucht, aber ich keine Garantie abgeben möchte dafür, weil es wirklich wie bei vielen Dingen mit dem Thermomix, auch beim Mixmesser, bei sämtlichen Sachen einfach wirklich immer eine Frage des Gebrauchs ist. Also wie gesagt, am Tag 5-mal rauf und runter und das jeden Tag wird eventuell möglicherweise irgendwann mal zu Gebrauchsspuren führen. Aber im Grunde, wenn man so anwendet, oben lassen, ab und zu mal in den Geschirrspüler rein und das war's, würde ich mir nichts dabei denken. Aber keine Garantie. So, ja, für mich persönlich ist es jetzt so, ich werde ihn jetzt nicht verwenden. Das ist, liegt einfach daran, dass ich eben, wie gesagt, ein bisschen botschert bin, sagt man bei uns so schön in Österreich. Also ich bin einfach, ja, dazu, ja, prädestiniert dazu, dass ich einfach Saustell mache in der Küche. Das ist einfach so und für mich persönlich, durch meine Hudlerei, die ich einfach oft habe, würde mir das einfach eine Spur zu langsam gehen, sage ich jetzt einmal, dass ich den dann da reintriff. Beziehungsweise ist es auch so, am Punkt erwähne ich jetzt auch gleich noch, wenn man den Mixtopf jetzt raushebt, während der Deckel im Wunderclip steckt, könnte es eben auch genau passieren, dass das vorkommt. Man hebt hoch, ja, und das wäre total ich, weil ich oft schneller bin, also meine Hände und alles so schneller als wie die Gedanken und aufgrund dessen einfach dann oft einmal so Blödsinn passiert und deshalb das einfach auch irgendwo für mich
nichts ist. Zum anderen aber auch, weil mich es, also mich stört es nicht, dass mein Deckel da liegt. Mich stört es nicht, dass er da liegt, mich stört es auch nicht, dass er mal da liegt. Warum stört es mich nicht? Ich habe eine große Küche, ich habe den Platz und habe einfach damit kein Problem. Der TM6-Deckel, er liegt sowieso auch schön, finde ich. Aber wiederum gibt es viele, das habe ich auch selber schon bei Kundinnen bemerkt, die einfach so oft so ein bisschen, ja, nicht so genau wissen, okay, wohin jetzt damit, und wo man oft so ein bisschen den Eindruck hat, okay, vielleicht ist man wirklich, manch einer von euch, ein bisschen genervt davon, immer irgendwie zu schauen, wo lege ich ihn hin. Manche haben auch sicher Platzmangel in der Küche, nicht die größte Küche, wo jede Fläche zählt. Und da ist es einfach was, wo ich mir den Einsatz vom Wunderclip wirklich sehr gut vorstellen kann, dass man einfach sagt, okay, weil ich habe nach ein paar Mal Übungen, habe ihn da drinnen, er ist da oben aufgehoben, solange ich meine Zubereitungsschritte mache, später, wenn ich fertig bin, gebe ihn eh in den Geschirrspüler oder was. Nur wichtig eben immer, dass ihr, bevor ihr den Mixtopf eben raushebt, den Wunderclip, den Deckel aus dem Wunderclip entfernt, damit euch eben nicht passiert, dass da der runtergeschmissen wird. Hebt den raus, drauf und fertig. Das heißt, es ist wie bei ganz vielen Videos von mir, das ist einfach, wo ich es auch immer wieder erwähne, einfach eine Information für euch sein soll. Gell? Das soll einfach heißen, ich zeige euch Dinge, unabhängig jetzt auch von der Marke, also natürlich auch viel von Wundermix, weil viele Dinge dabei sind, die mich einfach total begeistern, die ich einfach toll finde. Und möchte euch aber einfach auch, ja, am Laufenden halten, was alles Mögliche an Zubehör angeht, um euch die Möglichkeit zu geben, überhaupt entscheiden zu können, ist das was für mich oder nicht. Beziehungsweise sind auch viele unter euch, die sich immer wieder bedanken fürs Zeigen. Sie brauchen es zwar selber nicht, aber danke fürs Zeigen, weil vielleicht ist irgendwann dann was dabei, das für genau dich passt. Das, was aber jetzt vielleicht nicht der Wunderclip ist, sondern das nächste Produkt. Aber genauso kann es auch sein natürlich, dass für jemanden das genau jetzt das ist, wo er sagt, das wollte ich eigentlich, das brauche ich, finde ich cool. Und dafür bin ich da. Die Entscheidung, die trifft jeder bitte selber. Das ist einfach so, genauso wie auch ich für mich immer Entscheidungen treffen muss, was nutze ich, was brauche ich. Und ich bin eben nicht da, euch zu sagen, nehmt euch das jetzt unbedingt, aber ihr wisst, das gibt es, ihr wisst, was es macht. Ich zeige es euch, sage ich einfach, was ich persönlich drauf, wo ihr darauf achten müsstet, wo ihr jetzt vielleicht Schwierigkeiten findet, wo ihr jetzt aber auch sagt, okay, das ist toll gemeistert oder gelungene Sache in dem Fall, was gut dran ist. Und ja, ihr zieht euer Fazit draus und dementsprechend entscheidet euch ihr für oder dagegen. Und ja, Informationen euch am Laufenden halten, das ist so ein bisschen unser Motto oder unser, ja, und was wir uns einfach also vorgenommen haben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und die Glocke aktiviert habt, dann würde ich euch bitten, das zu machen. Dann halten wir euch eben, also dann kriegt ihr immer mit, wann was Neues kommt von uns, egal ob es Zubehör ist, Software-Updates, Infos rund um den Thermomix oder Leckereien aus dem Thermomix. Ich würde mich auch freuen über einen Kommentar von euch. Was sagt ihr zum Wunderclip? Ist das was, was ihr drauf gewartet habt, wo ihr sagt, oh ja, ich bin genauso jemand, der diese kleine Küche besitzt? Oder sagt ihr eher so, ach, mich stört mein Deckel eigentlich auch nicht so, ist jetzt nicht so meins. Aber bitte einfach unten reinschreiben. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und wir sehen uns ganz bald wieder, mit was auch immer die Kocheule dann wieder für euch parat hat. Alles Liebe, tschüss, tschüss.